und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehe ich ein Style & Talk und ich habe euch dazu auf meinem Instagram nach Fragen und nach Themen gefragt, über die ich reden soll. Das bedeutet, ich schminke mich jetzt und rede dann über diese Themen. Und daher, dass ich sehr, sehr viel ansprechen werde, werde ich mich ein bisschen stärker schminken. Wieso habe ich eigentlich ein weißes T-Shirt an, wenn ich mich schminke? Das ist so doof. Als erstes fange ich, glaube ich, mit dem Thema Merch an, weil ich das sehr oft gefragt wurde. Ja, es gibt schon Planungen und alles Mögliche bezüglich eines Merches, aber es soll kein normaler Merch werden, sondern etwas Spezielles. Und es soll halt nicht sowas werden, wo einfach nur mein Logo draufsteht, sondern es soll sowas werden, was man auch tragen kann, wenn man mich nicht mag, aber den Style feiert und so weiter und so fort. Versteht ihr, was ich meine? Rolling, ne. Bist du im Moment glücklich? Kannst du mich bitte grüßen? Heiße Hannah, hab dich lieb, ich grüße dich. Ja, sogar sehr, weil, keine Ahnung, ich sollte mehr glücklich sein mit meinem Leben. Ich bin gesund, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Meiner Familie geht's dem Umständen entsprechend gut. Schule und YouTube schaffe ich irgendwie unter den Hut zu bekommen, deswegen, bei mir passt eigentlich alles. Haben sich Dinge in deinem Leben verändert, als du mit YouTube angefangen hast? Zu viele Dinge, um das aufzuzählen. Hey, seit wann ist meine Foundation so dunkel? Also, falls ich hier nicht ganz eine Farbe bin, sorry. Aber ich bin ja kein Make-up-Artist. Hast du manchmal Situationen, wo du denkst, dass es dir alles zu viel wird und du am liebsten alles hinschmeißen würdest? Diese Situation kam schon sehr, sehr oft vor. Ich kann euch mal einen Ausschnitt von dem Video zeigen. Davor hatte ich einen extremen Heulkrampf. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Kurze Story zu dem Video. Die Sache war, ich hatte irgendwas am nächsten Tag geschrieben. Ich glaube, es war Englisch oder so. Ich war so überfordert, weil ich einfach vergessen habe zu lernen oder besser gesagt zu faul war. Einen Tag davor habe ich dann angefangen zu lernen und saß dann da und habe es nicht hinbekommen. Es war dienstags und mittwochs musste mir ein Musical Reaction Video rauskommen. Ich hatte kein Musical Reaction Video gedreht, aber ich wollte trotzdem eins hochladen. In diesem Moment war mir alles zu viel. Ich wusste, ich schreibe morgen eine Arbeit. Morgen muss ein Video online kommen, das ich mir noch drehen muss und noch schneiden muss. Und ich muss eine gute Note schreiben. Ich habe dann einfach eine Auszeit gebraucht von dem ganzen Lernen. Habe mich hingesetzt, habe dieses Video gedreht, habe es im Anschluss direkt 2 bis 3 Stunden geschnitten und habe dann noch gelernt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze bis tief in die Nacht gegangen ist. Die Arbeit ist per Endeffekt okay gewesen. Ich glaube, es war sogar ein Kurztest. Und mein Video kam gut an. Ich habe alles unter den Hut bekommen und ich war so, so glücklich und erleichtert danach. Viele werden es jetzt wahrscheinlich nicht verstehen können, wieso ich wegen einer Arbeit so ein Theater mache und so mit meinem Kopf durch bin und so ein Zusammenbruch in meinem Hirn habe. Meine Eltern haben aber damals immer gesagt, hey Nicole, wenn die Schule unter YouTube leidet, hörst du damit auf. Danke, ihr setzt mich sehr unter Druck. Dazu kam, dass ich einfach Leistung bringen will. Ich will gut sein, ich will mich selber motivieren und das sind immer diese Herausforderungen und wenn ich die schaffe, oh mein Gott, ich fühle mich wie Gott danach. Würdest du YouTube für 100 Euro aufgeben? PS, kannst du mich grüßen? Ich grüße dich. Ich muss kein Geld bekommen, um mit YouTube aufzuhören. Ich kann es auch ohne Geld machen. Das klingt jetzt so, als wäre mir das Ganze nichts wert, aber ich höre nur mit YouTube auf, wenn ich darauf keinen Bock habe. Und wenn ich darauf keinen Bock habe, brauche ich auch kein Geld, um damit aufzuhören. Wie bekommst du YouTube und Schule unter einen Hut? Gar nicht, das ist sehr, sehr schwierig. Wissen deine Lehrer, dass du YouTube machst? Wenn ja, was sagen sie dazu? Du schneidest ja meistens bis in die Nacht rein. Sagen die dazu irgendwas? Meine Lehrer wissen das, zumindest die meisten. Und ich bin mir auch sicher, dass im Lehrerzimmer ich schon öfters mal ein Gesprächsthema war. Und ich denke, jeder Lehrer nimmt das irgendwie anders auf. Ich bin so schlecht in Schminken. Ich bin sowas von kein Make-up-Artist. Zeig mal deine Bettwäsche. Can you see it here? Wie lange sitzt du durchschnittlich an einem Video? Drehen plus schneiden. Drehen ist immer je nachdem, was ich drehe. Keine Ahnung, eine halbe Stunde, manchmal auch 2 oder 3 Stunden. Strich. Und schneiden sind immer so 3 bis 6 Stunden. Ich weiß, es ist ein großes Zeitfenster, aber es kommt immer drauf an, was ich schneide, was ich drehe und so weiter. Hättest du gedacht, dass du so weit mit YouTube kommst? Hast du viele Freunde durch YouTube kennengelernt? Hashtag NicknateLGLaura. Ich hätte es wirklich niemals gedacht, dass ich mit YouTube so weit komme. Ich weiß, das sagen viele und meistens haben sie immer dieses Ziel gehabt. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich wirklich nie dieses Ziel. Ich habe damals YouTube zusammen mit einer Freundin angefangen und wir wollten eigentlich genau das, was viele Leute heutzutage wollen, wieso sie auch mit YouTube anfangen wollen, vor allem die Kleinen. Ihr seht nur das Perfekte und wollt auch dieses perfekte Leben und wollt so viel Spaß haben. Ja, that's me. Ich wollte das auch. Jetzt stecke ich in der Rolle und ich weiß, es ist auf jeden Fall nicht so, wie es immer scheint. Blush, 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 blush. Bist du auch der Meinung, dass man sich in der Schule nicht so Gedanken machen sollte, ob man gut aussieht? Girl, du solltest mal sehen, wie ich zur Schule gehe. Ich sag nur, ich lache immer meiner Fresse freien Lauf. Okay, Leute, ich versuche jetzt was ganz Neues, was Augen-Make-up angeht. Ne? Ich habe
keine Ahnung, wie das aussehen wird. Und vielleicht wird es extrem lustig und scheiße aussehen. Also ist mir egal. Ich probiere es einfach aus. Du musst Instagram löschen, darfst es auch nicht mehr nutzen. Aber du kriegst dafür 1 Million auf YouTube. Würdest du es machen? Nö. Würdest du deine Haare abrasieren, wenn jemand Krebs hat und es brauchen würde? Ja, würde ich. Keine Ahnung, aber ich helfe gerne anderen. Und wenn ich dafür nur ein bisschen blöder aussehen würde, wieso nicht? Außerdem sind es nur Haare, sie wachsen wieder nach, also kein Stress. Also eine Katze fällt immer auf die Pfoten, ein Butterbrot immer auf die Butterseite. Was passiert dann, wenn ich einer Katze Butter auf den Rücken schmiere? PS, hab dich lieb. Die Katze wird auf 4 Pfoten landen. Genius. Was willst du später mal werden? Irgendwas mit Mediengestalter. Mich interessiert vor allem das Schneiden und ich würde das viel, viel besser lieber lernen. Habuff! Manche geben voll an, dass sie auf Snapchat zum Beispiel 150 Flammen oder so haben. Wie findest du das? Was sagst du allgemein dazu, wenn sich Leute fühlen, als wären sie etwas Besseres? Kannst du mich grüßen? Ich liebe deine Videos. Also ich würde sagen, ich kenne mich sehr gut damit aus, wenn Leute sich etwas als etwas Besseres fühlen. Das kommt ja im Medienbereich relativ oft vor und von einem selber wird das auch sehr, sehr oft gedacht. Also meine höchste Flammenanzahl war 15. Also mit mir Flammen aufzubauen ist eigentlich sowas wie ein Sonderfall. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob die meisten Leute das nicht raffen, aber Snapchat hat das Ganze, glaube ich mal, nur eingeführt, damit ihr einfach aktiv diese App nutzt. Und ihr denkt, dass irgendwas mit Coolen ist. Aber eigentlich werdet ihr da eiskalt ausgenutzt. Vielleicht ist es den Menschen da draußen auch klar, aber ihnen macht Spaß, dann macht es weiter. Just like fire. Hattest du schon mal das Gefühl, es wäre ein Endbrich in deinem Haus? Und wenn ja, was hast du gemacht? Ich hatte schon mal dieses Gefühl und ich habe für sehr, sehr viel Panik vor unserem Haus gesorgt. Ich habe halt meinen Eltern dann eine SMS geschrieben. Ich wollte nicht telefonieren, denn ich wollte keine Geräusche machen. Ich wollte nicht, dass wenn hier jemand ist, dass jemand weiß, dass ich hier drin bin. Deswegen habe ich mich auch nicht eingesperrt, weil ich dann dachte, wenn der dann die Tür eintritt und ich stehe hinter der Tür, dann ist er auch blöder. Irgendwann bin ich dann ins Bad, habe mich auf den Boden gesetzt, habe um mich herum über Parfüm gestellt, so damit ich werfen kann, falls jemand zur Tür reinkommt, mit meinem Stativ nebenan. Jetzt denkt nicht, dass ich krank bin. Und dann habe ich gehört, dass meine Eltern herkommen und meine Mom, ich fand das so tapfer, ist dann ohne zu zögern hochgerannt. Und hat geschrien, Nicole, Nicole, wo bist du? Und ist durch die Wohnung gerannt. Und dann bin ich aus dem Bad gekommen und es hat mir alles so leid getan. Und sie so, hey Nicole, kein Problem. Wahrscheinlich ist deine Oma hochgekommen. Dann habe ich meine Oma gefragt und sie meinte, sie war nicht da. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Oma das war. Jetzt bin ich fertig mit dem Make-up und ich filme euch das Ganze jetzt noch ab. So, das war's jetzt mit meinem Style & Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, tschüss und einen schönen Tag.